Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Wilk und mein heutiges Video dreht sich um das Thema: Ist Zypern sicher? Ja, und zwar gibt es ja immer wieder da verschiedene Meinungen. Ja, ist Zypern ein sicheres Land? Kann man da sicher hinreisen? Kann man da sicher leben? Worauf muss man sich einstellen? Und ich möchte dir einfach meine persönliche Erfahrung, meine persönlichen Erfahrungswerte ans Herz legen, wie ich Zypern erlebe und wie mein Sicherheitsempfinden ist auf Zypern. Das ist ein wichtiges Thema natürlich, gerade wenn man Zypern als Wohnort in Betracht zieht, möchte man natürlich sicher gehen, ganz klar, dass es wirklich sicher ist, dass die Familie auf Zypern sicher ist und dass man sich keine Sorgen machen muss, ja, um Wohnungseinbrüche oder Gewalttaten oder Diebstahl oder sonst was, ja. Und deswegen ist es natürlich ein ganz, ganz zentrales Thema. Und da ich wirklich oft sogar widersprüchliche Informationen dazu lese oder auch Videos sehe, möchte ich einfach meine Erfahrungen darlegen. Also ich lebe seit 10 Jahren auf Zypern und muss sagen, sowohl im Südteil als auch wenn ich mal den Nordteil besuche, es ist überall auf der Insel wirklich gefühlt, aber auch real sehr, sehr sicher. Die meisten oder viele Menschen zumindest schließen nicht mal ihr Auto ab. Ja, es ist also wirklich so, dass man ein Auto durchaus stehen lassen kann. Da kommt keiner auf die Idee, da irgendwas aufzubrechen oder das Auto kurz zu schließen oder sonst was. Es ist ja auch eine Insel, wohin mit dem Auto? Also das ist wirklich unproblematisch. Was ich natürlich nicht machen würde, sind irgendwie Laptops, Bargeld oder Wertgegenstände im Auto lassen, das ist klar. Ja, also man sollte schon die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten, aber Zypern ist schon sehr, durch die Größe auch, es ist halt eine überschaubare Insel natürlich, ja, es ist doch sehr sicher, es gibt eine sehr starke soziale Kontrolle auch und deswegen denke ich, braucht man sich da um Diebstähle, Einbrüche und solche Dinge keine Sorgen machen. Also ich habe es schon ganz selten mal gehört, ja, dass eingebrochen wurde in Häuser, das kommt vor in der Tat, ja, das ist jetzt nicht so, dass es überhaupt nicht solche Dinge gibt auf Zypern. Aber ich denke, es ist wirklich sehr, sehr selten. Natürlich macht es immer Sinn, auch ein Kamerasystem einzurichten im Haus, ja, solche Dinge und einfach gewisse Grunddinge einzuhalten. Aber ich denke, im Vergleich zu anderen Staaten ist Zypern da wirklich sehr, sehr sicher. Und auch in den Statistiken taucht Zypern immer in den vorderen Plätzen auf, wenn es um das Thema Sicherheit, ja, persönliche Sicherheit geht. Und ich denke, da braucht man sich wirklich keine Sorgen zu machen. Ja, als Beispiel am Strand, wenn man da Wertsachen natürlich lässt am Strand, an der Strandliege, wenn man schwimmen geht, ist mir noch nie passiert, dass da irgendjemand beigegangen wäre oder dass da irgendwas fehlen würde. Also solche Dinge, was man manchmal hört von Spanien oder Italien oder überall auf der Welt letztendlich, das ist auf Zypern mir zumindest noch nie vorgekommen, habe ich noch nie gehört, dass da irgendwas verloren gegangen wäre oder dass Diebstähle stattfinden. Also ich denke, von der Mentalität her und von dem Sicherheitsgefühl her ist da Zypern, denke ich, ganz, ganz weit vorne und wirklich ein sehr sicheres Land, eine sehr sichere Insel. Ja, meines Erachtens, denke ich, braucht man sich da wirklich keine Sorgen zu machen. Und ich würde immer empfehlen, einfach mal Zypern zu besuchen, eigene Erfahrungen zu sammeln, eine Erfahrung zu machen und sich selbst vor Ort ein Bild zu machen. Aber ja, das sind so meine Eindrücke. Und ja, ich hoffe, du teilst meine Erfahrungen. Und ja, lass gerne einen Kommentar da, was du für Dinge erlebt hast auf Zypern. Ob du das genauso siehst oder vielleicht andere Erfahrungen gesammelt hast. Würde mich sehr freuen. Lass mir auch ein Like da und ja, ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Herzlichen Dank, dein Florian Wilk.